Was geht? Herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Elex. Wir haben letztes Mal ein bisschen was von der Hauptmission gemacht. Und sollen jetzt halt zum Fort zurück. Ja, da ist nämlich dieser Ray, der hat offensichtlich unsere Ausrüstung gestohlen. Am Anfang hätte man die am liebsten umgebracht, aber vielleicht ist der ein Begleiter. Und das wäre halt ganz gut für Lager der Mitte und so, ne? Eigentlich sollte ich jetzt zurück zum Vor. Mich hat es aber doch interessiert, was das hier ist, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass ich mir hier nichts abgreifen kann. Deswegen. Ich höre auch wieder irgendjemanden die Hilfe schreien, ne? Ohne Witz. Ohne Witz, Leute. Jetzt muss ich ihn weghauen, ne? Wollte ich nicht. Ja, aber wenn er mich angreift, hat er Pech gehabt. Hallo, Fremder. Es geht. Ich habe die besten Waren, die du auf deinen Reisen jemals brauchen kannst. Dann. Nee. Ist nicht. Nee, aber weißt du, du bist trotzdem noch was für irgendwas zu gebrauchen. Denn. Ups. Ups. Von wem denn? Von wem werde ich denn beobachtet, Alter? Ups. 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 Hallo. Ups. Tja, das würde ich am liebsten weghauen, aber ich weiß nicht, wie geil das ist, Händler wegzuhauen. Na gut, den habe ich bekommen. Easy. Nun gut. Hier ist nichts, oder wie? Container. Eine Öllampe. Diese ganzen kleinen Beträge, ne? Ich meine, was will ich mit einer Öllampe, die kaputt ist? Die ist halt nur zum Verkaufen da. Und unterm Strich ist es halt mal so, dass die halt dann eine Lexit oder so gibt. Vielleicht zwei. Oh. So, hier ist nicht mehr unbedingt was. Ein Heiltrank nehme ich auf jeden Fall gerne mit. Ah gut, dann wurscht, ne? Gehen wir halt zum Vor. Wo ist jetzt die Quest, ey? Ja! Ja! Da ist er, der Ray. Er ist ein Waffengefährte, das heißt, er kann dann auch zum Lager der Mitte. Schön! Ich weiß nicht, wie viele wir brauchen. Ich glaube, ich habe irgendwas im Kopf mit 3. Ich weiß aber gar nicht, wieso jetzt hat. Ja, dann haben wir Falk, Ray. Und einer fehlt halt dann noch, ne? Den müssen wir uns irgendwo noch beschaffen. Hey Mann, keine Minute zu früh. Die Kerle da oben haben mich schon gesehen. Wenn wir Pech haben, machen sie Meldung und wir haben die Kopfgeldjäger am Hals. Hau ich weg. Wer ist wir? Ach, komm schon, lass den Quatsch. Die Typen machen keine Gefangenen. Was hast du jetzt vor? In dem Drecksloch da oben gibt es einen Kerl namens Wyatt. Der Hund hat hier im Vor einige meiner Steckbriefe verteilt. Ich kenne keinen Wyatt. Ich werde ihm mal einen Besuch abstatten, während du dich im Hintergrund hältst. Ich habe eine bessere Idee. Ich spreche mit Wyatt und du bleibst in der Nähe. Also gut, wie du willst. Ich gehe vor. Sagte ich nicht gerade... Komm schon, lass uns nicht streiten. Wir müssen schnell machen. Wir stehen hier wie auf dem Präsentierteller. Wenn mich die Kerle hier erkannt haben, kriegen wir eventuell Probleme, also pass auf. Okay, die Musik eskaliert. Ich kenne halt keinen Wyatt und ich habe das Fort ja eigentlich schon so durch, ne? Aber Ike, der pafft ein bisschen, dem ist es alles scheißegal, wer hier reingeht. Ich glaube schon, dass wir jetzt irgendwie invaded werden, also dass irgendwelche... Wyatt, der Mistkerl, ist da drüben. Gut, ich gehe mal rüber. Okay, aber sei vorsichtig. Outlaw. Noch nie gesehen. Was willst du? Du musst der Kerl sein, der hier überall Steckbriefe verteilt. Ach ja? Sagt wer?
Nun, ein ziemlich übler Bursche namens Ray. Ah ja, ich sehe schon, worauf das hinausläuft. Bist du jetzt sein neuer Bodyguard oder was? Sagen wir, ich habe ein Interesse daran, dass ihm nichts passiert. Das ist ja entzückend. Und wann kommt die Stelle, wo du mir erzählst, was das mit mir zu tun hat? Es heißt, du verteilst die Steckbriefe. Ray soll angeblich eine stattliche Summe einbringen. Bau jetzt bloß keinen Scheiß, Mann. Du siehst nicht so aus, als ob du Spaß verstehst, was? Tja, zahlt dir der Penner überhaupt was dafür, dass du dich hier für ihn zum Affen machst? Aber gut, ich will keinen Ärger mit dir. Sag, was du willst und dann verschwinde wieder, okay? Wie viele Steckbriefe hast du noch? Nur noch einen. Und den gibst du mir jetzt? Ich weiß nicht, ob... Ich könnte dir natürlich auch die Fresse polieren. Und dann gibst du mir den Steckbrief. Schon gut, schon gut. Bevor wir zwei Ärger kriegen, gebe ich dir das Ding lieber gleich. Neue Stufe, Leute. Wer hat die restlichen Steckbriefe? Jeder, der sich zutraut, eine Ratte wie Ray zur Strecke zu bringen. Wer hat dich damit beauftragt? Das ist ja nicht... Ich glaube, wir müssen ihn noch weghauen. Nee, wenn ich dir das erzähle, kann ich gleich meinen eigenen Namen auf die Steckbriefe schreiben. Wilbaron. Du bist also nichts weiter als ein unwichtiger Mittelsmann. Wenn du das sagst? So, und jetzt verziehe ich mich, wenn's recht ist. Also, schönen Tag noch. Was muss man bloß anstellen, um auf so einen Steckbrief zu landen? Dieser Ray hat ein ernsthaftes Problem. Rays Steckbrief ist mit Big W unterschrieben. W wie Wyatt. Klingt ja großartig. Ist dir das ganz alleine eingefallen? Du glaubst echt, ich hätte den Steckbrief geschrieben? Du hast doch keine Ahnung, Mann. Verschwinde endlich! Willst du mir immer noch weismachen, du wüsstest nicht, wer dich tot sehen will? Ehrlich, ich weiß es wirklich nicht. Deine Steckbriefe sind mit Big W unterschrieben. Nee, kein Blondunst, wer das sein soll. Aber wenn Wyatt wirklich den Auftrag hatte, die Steckbriefe zu verteilen, dann weiß ich schon, wem er sie gegeben hat. Wyatt und ich waren mal im gleichen Team. Wir gehörten damals zu Jacksons Bande. Wir nannten ihn immer das Hirn. War eine üble Zeit und die Erträge waren mies. Ich bin irgendwann raus aus dem Verein, wie einige andere auch. Wyatt hat aber mit Sicherheit immer noch einen guten Draht zu den Jungs von damals. Das hast du doch alles vorher gewusst. Warum hast du mich dann hierher geschleppt? Tja, jetzt hast du es selbst gesehen, wie ernst die Lage ist. Ich brauchte ein wenig mehr Authentizität, damit du mir die Sache auch abkaufst. Schluss jetzt mit dem Unsinn. Was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Hör zu, ich habe nicht vergessen, was ich dir schulde. Außerdem werde ich diese Scheiße nur in tatkräftiger Begleitung überleben. Darum werde ich ab jetzt bei dir bleiben, bis meine Schuld getilgt ist. Ich kann dich ja im Kampf unterstützen oder, naja, oder bei dem, was du sonst so tust. Als Gegenleistung dafür hilfst du mir, Jacksons ehemalige Jungs zu finden und meine Steckbriefe wieder einzusammeln. Okay. Meine Gegenleistung hast du schon auf dem Schwarzmarkt verscherbelt. Meine Ausrüstung... Ist auch wieder wahr, keine ne? Keine Sorge. Ich zahle sie dir natürlich doppelt wieder zurück. Also, was sagst du? Ich schätze, dein Angebot anzunehmen, für mich zu arbeiten, ist immer noch besser als nichts. Wow, das hört sich doch nach Zuversicht an. Und das von einem Eisklotz. Scheinbar hatte mein Bruder recht. Hinter eurer Fassade seid ihr offenbar doch ganz normale Menschen. Okay, dann sag mir, wo ich hinkommen soll und ich bin da. Ich habe da ein Lager in... Ja, ja, ich weiß schon, wo du deine Klamotten parken würdest. Du hast mich beobachtet? Hey, du bist meine beste Option. Da lohnt es sich, informiert zu sein. Ich weiß, ich werde es bereuen. Ach, hör mal, bist du jetzt eigentlich stolz? Wie bitte? Naja, jetzt, wo du zu den Berserkern gehörst... Stolz auf sein Volk zu sein, ist eine menschliche Empfindung, der üblicherweise eine längere Zeit der Zugehörigkeit zugrunde liegt.
Ah, nicht unbedingt. Ich bin schon sehr lange bei den Halsabschneidern der Wüste und... Naja, sagen wir, dass ich darauf stolz bin, wäre jetzt vielleicht zu viel des Guten. Warum fragst du mich dann so etwas? Ach, ich war nur neugierig, wie ein ehemaliger Alp über so etwas denkt. Hm. Du hast einen Bruder? Ja, Tom ist alles, was mir von meiner Familie geblieben ist. Charaktere, die habe ich noch nie getroffen. Ist er auch so eine Marke wie du? Fast, bis auf die Tatsache, dass Tom öfter mal in der Scheiße steckt. Und ich ihn jedes Mal wieder raushauen muss. Hm. Wow. Alles noch dran? So gerade noch. Wir sollten hier nicht so lange bleiben, ist ein gefährliches Pflaster. Ich weiß, ich habe gesagt, es geht um die Rüstung, ne? Aber... Gut. Vielleicht machen wir die Steckbriefaufgabe erst. Okay, die Sache ist die. Ich habe die ehemaligen Jungs von Jacksons Bande aus den Augen verloren. Sie haben sich ihre eigenen kleinen Grüppchen von Ganoven gesucht, mit denen sie umherziehen. Ich fürchte, Mason, Bombi und Jackson selbst sind nicht so einfach zu finden. Was ich sicher weiß, ist, dass Leo in der Wüste geblieben ist. Alter. Wenn du willst, dann kann ich dir zeigen, wo genau. Sag mir einfach, wenn du bereit dazu bist, dann bringe ich uns hin. Ich habe Mason gesehen. Hab ich das? Er ist auf der Suche nach dir. Tatsächlich. Hm. Vermutlich wird es reichen, ihm ein paar Splitter für den Steckbrief zu geben und er lässt die Sache ruhen. Dazu müsste man ihn aber erstmal finden. Ich bin Bombi schon begegnet. Das ist ein Früchtchen, was? Oder? Ich weiß, der? Dass er irgendwo in Abessa nach mir sucht. Aber er könnte auch wieder woanders sein. Naja, irgendwann kriege ich ihn auch nochmal. Okay, ganz kurz. Weil der kommt ja eh mit, ne? Mitkommen. Okay, der ist dabei. Also. Wir müssen jetzt ja alle... Okay. Ja, krass. Ich kann jetzt hier nicht auf der Karte sehen. Okay, zeig mir Leo. Gute Entscheidung. Es ist an der Küste, aber keine Sorge, ich kenne eine Abkürzung. Wir sind im Handel. Geil, Alter. Das ist geil. Ich dachte, ich muss jetzt schon wieder ewig rennen, ey. Es gibt keine Questmarkierung. Die Sache ist, ich mache jetzt erst das hier, weil sonst passt es nicht mehr. So zum Flow. Da ist es. Nicht unwahrscheinlich, dass Leo versucht, bei den Jungs hier eine große Nummer zu werden. Ich glaube nicht, dass sie ihn freiwillig rausrücken. Niemand in dem Bau da wird uns irgendetwas freiwillig geben. Vermutlich. Dann wissen wir wenigstens, worauf wir uns einstellen müssen. Okay. Junge, ich sag's dir. Worauf wartest du? Bleib hier. Der verreckt uns weg, Leute. Da gehe ich lieber im Alleingang rein, das ist echt besser. Ich hoffe bloß, ich darf echt nicht vergessen, wo der steht. So, hallo. Ist hier jemand? Wer will? Hä? Eine Waffe ziehen. Du entkommst mir nicht! Gut, es geht los, I guess. Ja, die lassen wir erstmal hoch. So, und jetzt geht's ab. Ja. Free Loot! Und, oh, okay, ist doch ein bisschen schwerer. Eine 5. Und, eine 6. Und ins Gesicht. So, Leo, wir haben 2 von 10 Steckbriefen. Das war's. Wow. Ja, der Punkt ist, wir kommen halt übel aus dem Flow, wenn ich jetzt das hier nicht mache. So, dann gehen wir jetzt hier die Rüstung besorgen. Was natürlich auch geil wäre, weil dann kommen wir halt trotzdem hier auch leichter durch. Aber dann irgendwann kommt halt, yo, kümmern wir uns mal um die Steckbriefe. Ist halt dann auch übel beschissen. Zu einfach. So, da habe ich keine Ahnung mehr, um was es geht. Und dann ist die Questreihe nicht so auf einmal durcherledigt, ne? Gut, dann gehe ich mal hier runter. Geht's hier noch weiter, oder?
Foto. Das ist das von den. Ist das von den Herstellern? Nee, oder? Und ich weiß, wie zumindest einer von denen ausschaut und ich hab ihn noch nicht getroffen. Okay, hier liegt ja auch noch ein bisschen Zeug rum. Oh, die alten Münzen. Ja, im Hort können wir die ganzen Sachen dann einlösen. Ja, gibt's ja auch ein bisschen Tränke dafür und so. So, hier ist ja nichts mehr, ne? Oh doch, kleiner grüner Stein. Und zum Glück bin ich vorbei. Oh, Alter! Das war wohl nichts. Okay, die bauen, beiden laufen zusammen. Hier. Das war wohl nichts. Alter, komm. Kannst du nicht jedes Mal abwälzen. Scheiß die Wand an, ey. So, ich glaube, hier bricht's ab, ne? Ja. Also die drei. Okay, die drei, dann die beiden und jetzt die drei. So. Zu einfach. Okay. Ja dann, Ray, ne? War jetzt, oh, da ist eine Leiter, oder? Alter, da können wir hoch, ey. Will ich machen. Will ich machen. Mal gucken, was so, ne? Ich kann hier nicht schnell hoch. Ja, ich weiß gar nicht, wie wir das jetzt anstellen mit dem Ray. Wir haben jetzt 2 von 10 Steckbriefen. Ob wir jetzt zu jeder Gruppe einzeln hingehen und der schickt uns, also der teleportiert sich mit uns dorthin. Weil ich habe ja keinen Questmarker. Also würde für mich schon Sinn machen dann, ne? Wäre es ja nicht eine ganz entspannte Quest, so. Wir werden von Ort zu Ort teleportiert. Ein paar Banditen, die sind halt eh easy, ne? Die haut man einfach weg. Das heißt, wir werden auch nochmal ein bisschen mehr rich. So, nochmal eins weiter rufen. Ja! Splitterrakete. Also das ist halt mal mehr oder minder eine geile Aussicht. Sehr neblig heute, ne? Oh, da hinten ist ein Teleporter. Ja, da gehen wir kurz hin, Leute. Dann ist hier chilliger zu erreichen, ne? Gut, dafür hat sich die Aussicht rentiert, ne? Dann können wir zu Ray gehen und dann soll der uns weiterschicken hier. Wo ist den Teleporter? Auf den habe ich auf jeden Fall Bock. Alter Windpark. Das nehmen wir auch noch mit. Gut. Haben wir das hier auch geschafft. Ich hab halt doch echt noch nicht so viel von der Wüste gesehen, wie ich eigentlich dachte. Was sagst du dazu, Ray? Bis Tavars Küste sind deine Steckbriefe jedenfalls schon gekommen. Ah, sehr gut. Dann hast du den Brief von Leo schon gefunden. Mhm. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Was ist mit deinem Bruder? Kann er dir nicht helfen? Tom ist im Moment, nun, sagen wir mal, er ist verhindert. Mhm. Komplizierte Geschichte. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, wenn wir die Zeit dafür haben. Was fällt dir noch ein zu Jacksons ehemaligen Leuten? Ich hörte, dass Mason des Öfteren in Edan gesehen wurde. Ich werde mich mal umhören. Vielleicht finde ich ja etwas raus. In der Zwischenzeit kannst du natürlich auf meine Kampfkraft zählen. Ach ja, und danke erstmal. Für jemanden, der auf der Flucht ist, ist es ziemlich leichtsinnig, hier herumzulaufen. Ja, das haben die Kerle da oben im Lager der Mitte auch gesagt. Ach ja? Ja, zwischen Abessa und Edan gibt es eine Siedlung von, ich nenne sie mal Krieger. Es sind Flüchtlinge, die nur darauf warten, dass sie jemand anführt. Sie haben mir Schutz angeboten. Aber das ist nicht mein Ding. Wäre vielleicht eher was für dich, aber was weiß ich schon. Okay, der kann jetzt erstmal nichts mehr machen, oder wie? Geh ins Lager.
Geht klar. Das Lager ist... Naja, ist ja auch egal, ne? Ray. Was machen wir jetzt da? Ist jetzt da irgendwie eine neue Quest-Option, oder? Nee. Nicht so eigentlich. So, den hau ich auch noch weg. Machen wir das jetzt. Aufsteigen könnten wir schon mal gehen, ne? Hab der Bock. Ja. Habt ihr Bock? Ich nehme dich schon eigentlich. Guten Tag, Herr Ragnar. Ah, stimmt, das ist ja auch eine Hauptquest. Erfahrene Feldherren für die Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ganz kurz, will ich euch zeigen. Hab ich mir das vor. Wie soll das nur weitergehen, wenn wir uns alle auf Maschinen verlassen? Aufstehen mal angeschaut. Rachefeldzug, oder? War das das? Nee, oder? Ulbrichts Großoffensive. Ein reiner Feldherr. Können wir uns hier einen aussuchen, glaube ich. Also, Thorald will ich eigentlich nicht, weil der hat mir erstmal auf den Sack gehauen, als ich zu ihm gekommen bin. Sestak wäre ganz cool, Separatist. Zadum kenne ich noch nicht mal. Ja. Und dann bleibt eigentlich noch halt hier der Logan, also der Duke. Und der Ragnar. Ne? Ist bloß jetzt die Sache, wieso sollte ich zum Duke gehen, wenn Ragnar zu meinem Stamm gehört, ne? Also, ich spreche mal drauf an. Judikator Ulbricht sucht nach einem erfahrenen Feldherren für seine Schlacht gegen die Alps in Ignadon. Ach ja? Wir haben selbst nicht genug qualifiziertes Personal. Schon gar nicht für die Kleriker. Gut, dann nicht, ne? Ich will über meine Beförderung sprechen. Angrim ist mit mir zufrieden. Ich bin überrascht. Normalerweise schiebt er einem zu schnellen Aufstieg den Riegel vor. Das heißt für mich, dass du ihn wirklich beeindruckt haben musst. Und das will was heißen. Cormac hat nichts dagegen. Ich habe schon gehört, dass du für ihn eine weite Strecke zurückgelegt hast. Auch wenn ich mir sicher bin, dass mir nicht schmeckt, was er mir bald unterbreiten wird, soll dies nicht deine Sorge sein. Du hast ihn überzeugt. Das gilt es festzuhalten. Okay, dann... Ernenn mich zum Erzberserker. Leute... Nichts hält mich jetzt noch davon ab. Du hast dich wahrlich um unsere Gemeinschaft verdient gemacht. Deine vorbildliche Unterstützung werde ich darum nicht unbelohnt lassen. Mit dem heutigen Tag stehst du im Rang eines Erzberserkers. Trage diesen Titel mit Stolz und zeig keine Gnade mit denen, die ihn beschmutzen wollen. Gehe zum Schmied und hol dir bei ihm deine neue Rüstung ab. Oh ja, ab, das machen heute wir. Heute beginnt für dich ein neues Leben. Du wirst keine Befehle mehr erhalten, außer es ist unumgänglich. Gehe raus aus der Stadt und zeige den Menschen den Weg der Berserker. Wir sind stolz auf dich. Jawohl. Alter. 4200 Erfahrung gab's doch noch mit Dicke oben drauf. Unser Zorn sollte nicht geweckt werden. So ist es, Ragnar. So ist es. Ne? So, haben wir immer noch 6 Minuten. Und ihr wisst, wo es jetzt hingeht, Alter. Ihr wisst es ganz genau. Nämlich zur Schmiede. Und da wartet nämlich der Rüstungsschmied auf uns. Und wird uns erstmal eine schön dicke Summe abnehmen, ne? Aber... Du bist also Erzberserker geworden. Gratuliere. Ich werde dir eine entsprechende Rüstung anfertigen. Aber ich warne dich. Das wird nicht billig. Ich hab's mir gedacht. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kauf dir was ab, wenn du so willst. Ne? Eventuell muss sogar, ne? Käse hat er. Ja gut. Waffen hat er, aber. Erzberserkerrüstung. 19k oder was? Ja, nee, oder? Erzberserkerhose? 5000? Erzberserkerhelm? 5000? Okay, wir haben 3000, ja? Es sieht jetzt wirklich zugegeben sehr bitter aus.
Aber wir nutzen jetzt halt mal die letzten Minütchen noch, um ein bisschen zu handeln. Also merken wir uns mal 3100, ja? Ja, die kann weg. Die Einhand kann auch weg, die Axt kann weg. Schlägel, Eisenstange, Hauch des Todes, nein. Ilais Waffe, die hau ich auch mal noch nicht weg. Das sowieso nicht, das ist ja unsere Waffe. Den Zweihänder hau ich weg, den auch. Pfähler nicht, weil der hat einen Namen, finde ich cool. Plasmagewehr kann weg. Laser weg. Schrotflinte weg. Die beiden auch. Dr. Seltsam hat wieder einen Namen. Kommt nicht weg. Da haben wir zwei Stück von. Alles klar. Geistersehne kommt auch nicht weg. Alles, was einen Namen hat bei mir, kommt halt nicht weg, ne? Ich glaube, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Ich habe unseren Bogen weggehauen. Ups. Aber gut, wir können die Geistersehne nutzen. Draufgeschissen, ne? Oh, der hat sogar echt dick Schaden. Geil, Alter. Hat bestimmt an Stärke gelegen. Holzschild. Ein Setzerbogen, der kann weg. Die Handgranate benutze ich halt nie. Ohne Scheiß. Ja, Kleinvieh, ne? Wisst ihr Bescheid. Rüstung, Kriegerhelm. Den haben wir an, okay. Jägerhelm, Schrotzsammlerhut, Werkerhelm. Die Sonnenbrillen sind auch sackviel wert. So, die Rüstung haben wir an. Das Hemd kann weg. Die Hose. Die Sachen sind ja auch was wert, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie. Strahlungsresistenz will ich auch noch behalten. Das kann weg. Ah, da bin ich halt echt immer so unentschlossen, ne? Also theoretisch kann das ganze Zeug auch weg. 2500. Weil wir holen uns ja was Krasseres, ne? Bloß noch nicht jetzt, noch nicht jetzt, ne? Ja, das hau ich auch mal weg. Bücherwurm hau ich mal weg. Aber dann kommen wir jetzt hier noch zum Kram. Wir haben jetzt schon 6000 plus gemacht, was richtig geil ist. Wo ist der Müll? Okay, da hau ich nicht alle weg. 30 sollten erstmal reichen. Und ich weiß, hier ist noch einiges an Geld. Schau mal, die mächtigen Energiespeicher, ne? Da brauchen wir Kleriker, sind wir aber nicht. Also weg damit, ja? Die kleinen Energiespeicher, weg damit. Starke Energiespeicher, weg. Ist klar, sind die jetzt nochmal hier, oder wie? Was kommt noch dazu, ne? Hier ist halt noch ein bisschen, ja, es ist halt... Sowieso nicht pures Mana, ganz ehrlich, ne? Haut Gesundheit hoch und Energie. Ich weiß nicht, habe ich kein einziges Mal benutzt in diesem Spiel, wirklich. Ja, hau ich weg, Alter. Hier auch, es ist eine Trophäe, kann weg. Feder. Trophäe, weg. Krallen. Ah, die habe ich sogar mal gebraucht. Ich behalte mal 5 Stück. Der Rest. Weg. Zähne, Alter. Ah, machen wir so. 400, ne? Knochen. Mach ich so. Elektroschrott. Ja, ich glaube, ich behalte mal ein paar, aber... 30 davon hau ich mir weg. Metallschrott. Verkaufen. Easy, Alter. Easy. Interessant für Handwerker. Vielleicht behalte ich das mal. Werden wir vielleicht noch brauchen. Klebt ziemlich stark. Ja, komm weg. Magnesiumfackeln. Da werde ich halt niemals so viele brauchen. Ich behalte mal... Nein, ich habe mal... Stimmt. Okay, wir hauen 30 weg. Presslufthammer brauchen wir auch keine 50 Stück. Ja, ist halt auch irgendwie, bringt nicht viel, müsste ich mir jetzt gucken, was da, müsste ich mir angucken, ob da jetzt was Wichtiges ist oder nicht. Aber es geht ja noch weiter. Propaganda. Die hau ich mal weg. Ein Hammer brauchen wir wahrscheinlich auch nicht wirklich. Einen behalten. Okay, das kann weg, wenn ich das mir so durchlese. Das kann weg. Besen, Beine, haben wir weg, Alter.
Becher weg, Teller weg, Krug weg. Schau mal, wir hatten 3000 am Anfang, jetzt sind wir bei 14.000. Ich ziehe das jetzt schön in die Länge, aber ist nicht so wild, weil hier kommt echt mal viel weg, was die ganze Zeit bei uns rumliegt. Ein bisschen wenig Splitter wert, 50 pro Stück, ja. Kelch. Schatulle, cooles Spielzeugauto. Geldbündel. Ist 1,10 wert, das sind halt mal fresh 2.900. Na gut, ich glaube, Leute, wir haben's. Ich glaube, wir haben's. Denn es kommt noch ein wichtiger Punkt dazu. Und da ist ja schon die Zigaretten. die sind ja 1:1 wert, ne? Also 2760 Kippen. Ich bin Raucher, Leute, ganz ehrlich. Ich wär erstmal bedient. Ja. Ne, was soll man sagen, Leute? Was soll man sagen, ne? Erzberserker-Rüstung. Easy. Da ist sie. Ich dachte nicht, dass wir sie diese Folge tatsächlich noch bekommen, ne? Also wirklich. Rein in das Ding. Ganz kurz. Oh, die hat sogar Voraussetzungen. Das wäre jetzt halt bitter gewesen, ne? Also 5 Paradestärke dazu und 10 Rüstung noch dazu. Hauptsache, sie ist jetzt noch 4000 wert. Ja. Ja. Also ich muss sagen, davor hat mir dieses Voluminöse gefallen von unserer Rüstung. Ihr seht ja. Das ist halt schon meiner Meinung nach ein bisschen geiler, dass das so dick ist. Aber es ist halt sehr, sehr viel Fell und so, ne? Da macht die halt ein bisschen mehr her. Außerdem fehlt uns ja immer noch was. Und zwar Hose und Helm. Zeig ich. Apropos, wo ist mein Helm eigentlich? Achso, da ist er, okay. Der zieht ihn bloß immer aus im Gespräch. Ja, dann kann jetzt halt eigentlich die hier weg, ne? Die Kriegerrüstung. Mach's gut. War schön mit dir. Dann machen wir's so, Leute. Ich hau das hier noch weg. Das hier hau ich auch noch weg. Und das hier auch. Und dann kaufen wir uns noch die Hose dazu. Helm muss noch warten, Leute. Helm muss noch warten. Ah, raus da. So, ich weiß gar nicht, hat sich jetzt viel verändert? Die Federn sind immer noch da, ne? Auf jeden Fall ist er ein bisschen stärker. Ich bin auch mal gespannt, wie das ganze Zeug im Kampf dann ist. Ja, war ein interessanter Trade, würde ich behaupten. Die Hose, die Kriegerhose kann jetzt auch weg. Fehlt halt, wie gesagt, nur noch dann der krasse Helm. Ich glaube, der macht auch nochmal einiges aus. Leute, ich glaube, wir sind stark geworden, diese Folge. Ne? Wir haben ja auch ein neues Level. Wo war es denn jetzt halt? Zweihändig. Müssen wir erstmal uns mit einem Spalter zufrieden geben, ne? Und Stärke brauchen wir noch 4 Stück. Iau. Leute, wir sind heftig stark geworden, diese Folge. Alter, jawolle, ey. Oh. Ganz ruhig, alles cool. Ja. Alter, geil! Besser kann ich die Folge nicht beenden. Richtig lit, Leute. Ich werde das Artefacts auf jeden Fall behalten, also die letzte Waffe. Aber jetzt kann es dann losgehen, ne? Also Richtung Ignadon und Magma-Gelände ist jetzt, glaube ich, bestimmt so ein und durch sind wir, ne? Für die Folge soll es gewesen sein, Leute. Danke fürs Zuschauen. Und dann nächste Folge probieren wir mal ein bisschen rum, wie das Ganze so funktioniert, ne? Also, macht's gut.